Red Dead Redemption ist gerade eben rausgekommen. Ich habe es mir gekauft, habe es installiert. Wir gucken, wie das Spiel auf dem Steam Deck läuft. Und interessanterweise, als ich es gerade gestartet habe, wurde mir keine Grafik vorgeschlagen, sondern ich musste auswählen, ob ich Low, Medium oder Mittel haben möchte. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz rein. Ich habe jetzt einfach mal alles auf Mittel. Ja? Wir gucken mal, wie es läuft. Wir haben FSR 3 dabei, okay. Vielleicht läuft es ja gut. Ne? Müssen wir gucken. Ist halt ein bisschen schade, dass wir hier halt nicht dabei stehen haben, okay, Spiel jetzt, keine Ahnung, auf Low oder Medium. Aber ist halt, weil das Steam Deck anscheinend nicht als Steam Deck erkannt wird oder ist zumindest keine Konfiguration für das Steam Deck, aber gibt aber dafür, schauen wir einfach mal rein. Ich habe Teil 1 tatsächlich nie gespielt. Ich habe ja Teil 2 und das ist eins dieser Games, mit denen ich nie warm geworden bin, so wirklich. Einfach, weil es immer so lange gedauert hat, überhaupt in die Stadt zu kommen. Da war meine Spielsession schon vorbei. Wird wahrscheinlich bei Teil 1 nicht besser sein, aber... Ich weiß gar nicht, von wann das Game im Originalen ist. Lass mich mal schauen. 2010. Krass. Okay. Heißt, wir haben ja ein 14 Jahre altes Game. Das sollte ja laufen. Hoffentlich. Ne? Lasst uns das mal überspringen. Wir sehen, dass die Zwischensequenzen mit 60 Frames laufen. Da ist alles gut, aber wir wollen ja wissen, wie das Gameplay ist. Von daher gucken wir mal rein. Geht zum... Oh! Schöne 4 Frames da gehabt. Okay. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Ja? Das heißt, mit den Settings einfach mal alles so auf Mittel gestellt, sind wir hier bei 60. Das ist doch wunderbar. Kann ich schon mal das Pferd erschießen? Nein, okay. Würde ich auch nie machen. Aber ich wollte einfach mal gucken, ob es die Möglichkeit gäbe, das zu tun, wenn man es denn wollte. So, Folge Jake zu dem Pferd. Wie gesagt, ne, ich habe euch ja gesagt, wir überspringen jetzt hier mal diesen ganzen Story-Kram. Weil das könnt ihr euch dann einfach gerne anschauen, wenn ihr das Spiel kauft. Wovon ich ausgehe, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn ihr wissen möchtet, was mit den mit dem Rockstar-Launcher ist, ja, den braucht ihr auch. Ja? Kann ich nicht auch irgendwie hier galoppieren? Genau, also ihr braucht den Rockstar-Launcher, der wird aber direkt von Steam mit installiert. Das heißt, da müsst ihr nicht irgendwie rumfrickeln oder so, ja, das ist kein Problem. Was halt so ein bisschen nervig ist, ihr braucht halt einen Rockstar-Account. Also den müsst ihr definitiv haben. Könnt ihr auch am Steam Deck erstellen, ja, das geht. Ich würde aber sagen, erstellt euch den lieber am Rechner oder so. Das ist dann doch ein bisschen leichter. Ich habe ja in den letzten Tagen gehört, dass es wohl ein Patch gab oder ein Update für den Rockstar-Launcher, sodass das jetzt auch auf dem Steam Deck besser läuft. Das Einzige, was ich merken konnte an dem Launcher, was jetzt okay war, ist, wenn ich auf irgendein Feld gegangen bin, dass sich dann die Tastatur geöffnet hat, aber ich musste halt alles per Touchscreen machen, weil die Maus hat nicht funktioniert. Es hat auch irgendwie nicht mit den Controller-Eingaben funktioniert, also ich habe halt alles per Touchscreen gemacht. Habt das bitte im Hinterkopf. Von daher am besten den Account vorher schon erstellen, damit ihr euch dann einfach nur einloggen müsst. Also, so wie es aussieht, ist hier alles gut. Ja, meine große Sorge war ja, dass wir hier ein Game haben, welches jetzt hochpoliert wird auf 4K und höchste Anforderungen hat. Als ich dann aber gesehen habe, dass wir hier 12 GB Speicherplatz brauchen und nicht mehr, war ich dann doch ganz, ganz beruhigt und habe mir gedacht, okay, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Wie gesagt, das wird sicherlich bei Horizon, bei dem Remaster morgen anders aussehen. Ich glaube, da stand was von 100 GB oder 120 oder so, ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, schaut euch das Spiel an. Also wenn ihr jetzt mal, ganz ehrlich, die Grafik von Red Dead Redemption 1 mit der von Red Dead Redemption 2, welches übrigens auch richtig, richtig gut läuft auf dem Steam Deck, vergleicht, sieht man da doch schon, dass dieses Game hier kein neues Game ist. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das Game auch läuft, wenn wir alles sogar noch ein wenig höher stellen. Schauen wir mal.
Wie sieht's denn aus, wenn wir alles auf hoch stellen? Dann bleiben wir ja nicht ganz im 60er-Bereich. Ja, wobei doch jetzt wieder. Das heißt, ich gehe natürlich davon aus, wenn später mehr los sein wird auf dem Bildschirm, dass das dann ein bisschen runtergeht. Aber wir sind jetzt hier, wie gesagt, auf hoch, trotzdem so bei 50, 55 Frames. Da sollte, wie gesagt, alles gut sein. Und ihr habt ja gerade gesehen, ihr habt, und das zeige ich euch auch einmal ganz kurz, ihr habt wirklich absolut maximale Einstellungsmöglichkeiten. Ihr habt HDR, das ist besonders für die OLED-Besitzer natürlich sehr interessant. Ihr könnt den Schatten in vielen Stufen einstellen. Wir können auch die Hochskalierung tatsächlich einfach mal ausmachen, ja. Wir können hier AMD FSR 3 auf ausgewogen stellen. Wir haben einfach super, super viele Sachen, die wir einstellen können. Von daher jetzt direkt sagen, hey, pass mal auf, das sind die besten Settings für das Game. Das ist schwierig. Ja, das kriegen wir hier gar nicht hin. Sondern das soll jetzt halt einfach dafür gut sein, dieses Video, um euch zu zeigen, dass wenn ihr denn dieses Spiel spielen wollt, das kein Problem ist und es auf dem Steam Deck wirklich gut läuft. Die Preispolitik ist halt so eine Sache, da muss man so ein bisschen schauen, ob das Ganze Sinn macht oder nicht, weil das Spiel, das kostet jetzt 50 Euro, 49,99. Und ihr kriegt beispielsweise Red Dead Redemption 2, wenn es im Angebot ist, das ist gefühlt, also jetzt gerade ist es recht teuer tatsächlich mit 32 Euro, aber normalerweise ist das im Angebot, da kostet das dann, glaube ich, 20 Euro, 21 Euro oder so. Und von daher, ja, würde ich eher zu Red Dead Redemption 2 empfehlen, weil es halt auch einfach so viel besser aussieht. Also ja, es sieht definitiv um einiges besser aus, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das Game hier ist 14 Jahre alt. Und ja, manchmal geht ja auch Gameplay über Grafik, wobei es nicht schlecht aussieht. Und das möchte ich damit ja gar nicht sagen. Ich möchte eigentlich auch mal gerne noch ein bisschen schießen. Wir haben, das seht ihr gerade hier unter mir, vielleicht kann ich es noch schnell zeigen, zack, Achievements dabei. Ja, das heißt, wenn ihr gerne mit Achievements spielt, beziehungsweise gerne Achievements sammelt, dann habt ihr die hier auch definitiv dabei. So, jetzt sind wir mal ein bisschen in einer Stadt, kann man sagen. Also halt einfach mit ein paar mehr Leuten, Individuen, die hier rumlaufen. Und wir sind jetzt, wie gesagt, falls ihr vorgescrollt habt, auf hoch. FSR 3 steht, glaube ich, auf Balanced oder so. Oder auf was habe ich das gestellt? Schauen wir mal ganz kurz. Auf ausgewogen, ja, also Balanced. Und wir sind hier trotzdem eigentlich dauerhaft bei 60 Frames. Ja, das heißt, da sehe ich kein Problem. Auch wenn wir jetzt mal zwischendurch auf 55 gehen, gar kein Problem. Das ist ein nicht merklicher Unterschied, würde ich sagen. Hier rüber jumpen? Nö, ich kann auch einfach. Nee, ich muss nicht drüber jumpen, ich kann einfach durch das Tor gehen. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. Interessante Sache, wo ich jetzt gerade die beiden hier sprechen höre. Ich habe ja oft gehört, dass viele von euch sagen: Boah, ich habe keine Lust, irgendwie besonders Red Dead Redemption zu spielen, einfach aufgrund der englischen Sprachausgabe. Ich meine, ihr seht es hier, deutscher Text ist dabei. Sprachausgabe aber ist halt Englisch. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob das für euch ein Problem ist oder nicht. Mir ist es ehrlich gesagt komplett egal, weil ich halt auch Serien alle immer in der Originalvertonung anschaue, da ich es einfach sehr viel besser finde. Untertitel kann man ja immer mal anmachen. Und gerade bei diesem, ja, bei diesem Akzent, den wir hier hören, dieses, ne, ihr habt es gehört, ich mache es jetzt mal nicht nach, weil das wird da wahrscheinlich nichts. Ja, weiß ich nicht, ob man das so gut im Deutschen wiedergeben könnte. Ne? Ich würde eher sagen, nicht. Aber schauen wir mal. Ich meine, schaut euch mal den Baum jetzt an. Oder besonders die Bäume im Hintergrund. Es ist okay. Ähm,
ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich schaue mir auf jeden Fall heute Abend mal Videos an. Ich habe halt kein Gaming-PC, das wisst ihr wahrscheinlich, oder viele von euch wissen das. Ich schaue es mir aber halt trotzdem einfach mal an von Leuten, die das dann später auf Ultra in 4K spielen, wie es dann halt auf einem Gaming-PC aussieht. Und ich hoffe, dass das da echt besser aussieht. Weil wie gesagt, es ist okay. Ich hätte mir jetzt doch ein bisschen mehr erwartet. Gerade wenn ich hier alles auf Hoch stehen habe, hätte ich doch gedacht, dass das ein bisschen schöner aussieht. Lasst uns und dann können wir auch rausgehen, weil dann ne, wisst ihr ja, ob es hier läuft oder nicht. Ach guck mal, es gibt da ganz viele Cheats dabei. Lasst uns doch einmal kurz gucken, was denn das Game sagt, wenn wir die Voreinstellung auf Ultra stellen. Okay, da merkt man tatsächlich einen Unterschied. Es sieht meiner Meinung nach nicht schöner aus. Eher im Gegenteil, hier sieht man, dass FSR jetzt doch ziemlich reinkickt. Also gerade an der Figur von uns sieht man, dass die, ja, diese Außenlinien doch eher verfranst sind. Die Frames halten wir trotzdem recht gut, so auf 40, 45. Aber das ist tatsächlich ein Unterschied, bei dem ich sage, nein, das ist es definitiv nicht wert. Und deswegen würde ich das Game auf keinen Fall auf Ultra spielen. Also meine Einstellung, von der ich dann noch hier und da ein bisschen was anpassen würde, wäre tatsächlich auf hohen Grafikeinstellungen. Hier sieht man auch direkt, dass die Figur wieder schärfer wird, wobei noch ein bisschen FSR reinkickt, das sieht man schon. Aber das ist okay so. Was war das denn? Ich will doch das Pferd anbinden, ich drück doch schon. Warte mal. Um ein Pferd zu speichern, okay, ich speichere, komm, ich speichere mein Pferd. Ich will es doch eigentlich nur anbinden. So, jetzt. Genau, also, wie gesagt, wenn ihr vorgescrollt habt, Fazit ganz kurz. Wir müssen das Video jetzt auch gar nicht groß länger machen, weil ich denke mal, sehr viel mehr Gameplay seht ihr hier nicht. Ich würde das Spiel tatsächlich auf hoch stellen, wenn ihr denn dann im Handheld-Mode spielt, wenn ihr dann docked spielt und eventuell auf 1080p geht, um in Full HD am Fernseher oder Monitor zu spielen, muss man das ausprobieren. Aber ich würde hier die hohen Grafikeinstellungen tatsächlich als, ja, als Okay. Als Vorlage nehmen und von da an dann vielleicht hier und da ein bisschen an den Schatten rumspielen oder so. Aber so wie es aussieht, scheinen wir auf hoch annähernd dauerhaft die 60 Frames zu haben. Ja, Red Dead Redemption, ich hätte gedacht, dass es noch ein bisschen schöner aussieht tatsächlich. Aber es ist halt so, wie es ist. Ihr schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das Game relativ kontrovers diskutiert wird eben. Weil es jetzt nicht das wunderschönste Spiel ist, weil es halt in dem Sinne alt ist. Ja, es ist neu aufgelegt, das weiß ich, aber es ist halt relativ alt, von 2010, kostet trotzdem 50 Euro, also wirklich fast kompletter AAA-Preis. Ist aber natürlich auch für viele Leute ein absolut fantastisches Spiel. Ich bin einfach auf eure Meinung gespannt. Haut mir alles, was ihr zu Red Dead Redemption oder was euch dazu einfällt, in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.